Block ist auch wieder super easy. Da sind die Konventionen in Schaltplänen zu den Strömen. Also wir haben uns vorher angeschaut, Konventionen in Schaltplänen bezüglich der Spannung, also das letzte Mal schon. Jetzt haben wir uns mit dem Strom ein bisschen mehr beschäftigt und das Kirchhoffsche Stromgesetz gemacht. Und jetzt schauen wir uns dann an die Konventionen, die man so hat, wenn man Schaltpläne zeichnet, bezüglich des Stroms. Der erste Punkt kommt uns so in etwa bekannt vor. Das ist auch mehr eine direkte Folge von dem, was wir schon haben. Also man hat wie gesagt, oben hohes Potenzial, unten niedriges Potenzial und die Quelle links. Und dann ist irgendwie klar, der Strom fließt von links oben zu und fließt also bei hohem Potenzial von links nach rechts in die Schaltung hinein und bei niedrigen von rechts nach links wieder aus der Schaltung heraus. Das haben wir auch hier genauso gezeichnet. Da fließt von links nach rechts oben der Strom hinein und der Rücklauf von der Strom ist dann eben unten von rechts nach links zurück. So. Die Schrift ein bisschen besser, wenn es geht. Ja. Da drücke ich so eine Taste und drehe an diesem Rad. So. Das heißt, die ersten beiden Punkte sind eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was wir schon gehabt haben. Der dritte Punkt ist so ein Einzeichnen von den Strömen. Und da sagen wir, mit horizontalen Pfeilen, wenn es irgendwie geht. Es geht nicht immer, da haben wir es zum Beispiel nicht horizontal zeichnen können. Aber der wichtige Punkt ist in die Leiter herein. Also die Spannungen zeichnen wir mit Pfeilen neben der Schaltwand, neben dem Bauteil. Die 1,9 hätte es schon waagrecht einzeichnen können. Ja, und diese 3,1 auch. Aber, ja, you must know the rules to bend them. der wesentliche Punkt ist aber eben, dieses Pfeile in die Leitungen hinein. Weil, wenn ich Spannungen mache, dann zeichne ich quasi Bezüge zwischen irgendwelchen Punkten. Aber hier ist es ja, um den Strom auch zu messen, muss ich an der Stelle die Leitung unterbrechen. Das ist wirklich etwas, was in dieser Leitung passiert. Und darum zeichne ich den Pfeil in die Leitung und dann weiß jeder, es handelt sich um einen Strom. Das ist eigentlich die wichtigste Konvention, wenn es darum geht, irgendwie Strom einzuzeichnen. Und wenn halt der Strom wichtig ist, der da fließt, dann kann man halt irgendwie auch noch schauen, dass man das irgendwie so horizontal macht. Weil man halt irgendwie sagt, Spannungsabfälle immer vertikal, so von oben nach unten und die Ströme dann immer so seitlich horizontal. Aber immer nach Maßgabe der Möglichkeiten, das sind halt nur die Ideen. Und wenn man versucht, das möglichst gut durchzuziehen, dann werden die Schaltpläne auch gleich viel leserlicher für jemanden, der ebenfalls diese Konventionen gewohnt ist. Nicht? Also wenn jetzt irgendwie ein Außerirdischer zu uns kommt und die gleichen Dinge entdeckt hat, aber diese Sachen, die ja beliebig sind, ob ich die Quelle links oder rechts zeichne, der wird vielleicht unsere Schaltungen alle ganz obstrus gezeichnet finden. Und wenn er sie dann für seine Verhältnisse umzeichnet, dann passt es wieder. Gut, weshalb ist es sinnvoll, Ströme in die leitenden Verbindungen und Spannungen neben den Bauteilen einzuzeichnen? Na super, die ganzen Diskussionspunkte sage ich immer vorher schon. Warum ist das sinnvoll? Warum mache ich bei den Spannungen? Ja, weil man die Spannung macht, dann muss man die Leitung auch wieder unterbrechen, aber man misst daneben. Genau, man misst daneben. Also es ist im Grunde genauso, wie man misst. Wenn ich Spannungen messe, dann mache ich quasi eine Verbindung von hier nach da, so quer drüber, da kann ich dann den gleichen Weg auch einen Pfeil zeichnen. Nicht? Also wenn ich den Spannung messe hier an diesen Widerstand, dann komme ich da von draußen irgendwie mit meinem Multimeter heran und dann kann ich hier so einen Pfeil einzeichnen und kann sagen, das sind so und so viel Volt. Aber wenn ich den Strom messe, dann muss ich die Leitung hier unterbrechen, weil ich wissen muss, was in dieser Leitung drinnen vorgeht. Das heißt, meine Messung macht sozusagen da drinnen. Vielleicht mache ich das schon so, dass dann da irgendwie so Leitungen herausgehen, aber letztendlich versuche ich mich in diesen Zwischenraum zu begeben, um dort etwas zu messen. Und in diesen Zwischenraum andeutungsweise zeichne ich auch daneben diesen Pfeil und notiere die Zahl, die ich gemessen habe. Genau, und darum ist das sinnvoll, weil das einfach der Art und Weise entspricht, wie man misst. Und die Art und Weise, wie diese Größen in diesen Schaltungen existieren, dass eben der Strom etwas ist, was hier in der Leitung passiert, während die Spannung etwas ist, wo ich quasi einen Bezug zwischen zwei Punkten herstelle, die nicht notwendigerweise verbunden sind. Ich kann ja auch die Spannung von weiß ich nicht, von hier nach da messen.
Das ist zwar sehr, sehr blöd, weil das gleiche ist wie die Spannung von hier nach da oder die Spannung, die ich da schon eingezeichnet habe in der Schaltung. Aber grundsätzlich kann ich quasi auch einen Pfeil zwischen irgendwelchen Punktzeichen und dann daneben irgendwie eine Spannung hinschreiben und sagen, das ist die Spannung, die dort existiert. Wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, der Strom, der zwischen zwei Punkten so, da mache ich einen kleinen Pfeil hin, da gibt es keinen Strom, da ist ja kein Leiter, in dem Strom fließen könnte. Gut, zeichnen Sie die Ströme in den Schaltplan der Übung aus Block 10 ein. Was war denn das? Also, genau, ja, passt. Das haben wir gemacht, diese Übung. Gut, Fragen zu den Konventionen? War ein kurzer Block.